Recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von Cities Skylines. Ja, hier haben wir so einen kleinen Piepvogel, der eine 5 anzeigt. Schauen wir mal. Stromausfall, E-Werke, E-Mail schicken. Okay, wir haben keinen Stromausfall mehr, meine ich. Todd Hunter. Hurra, der Bau der Wasserpumpenstation wurde abgeschlossen. Na super. Und Todd Hunter, Hurra, der Wasserpumpen. Hatten wir das nicht gerade schon? Edward Cook, Haustierroboter, kommen bei Kindern und. Kindern und unfassbar gut an. Oh Gott, war das ein schweres Deutsch jetzt für mich gerade, aber es war gar nicht so schwer, es ist nur schlecht gelesen gewesen. Nichts geht über grüne Energie, hoffentlich geht der Bürgermeister seinen Weg mit erneuerbaren Energien weiter. Okay, das haben wir auch gelesen. Herzlichen Glückwunsch, das erste Kraftwerk der Stadt wurde gebaut. Auch schön. Prima, dann ist das Piepvögelchen schon erledigt. So, hier ist unsere Stadt, da hinten ist unser Industriegebiet, hier ist ein Wohngebiet, hier ist ein bisschen Wohngebiet und hier ist der Kommerz. Gut, hier unten haben wir eine Anzeige, was wir brauchen. Wir brauchen noch ein bisschen Industrie. Vielleicht sollten wir da etwas mehr, sag schon, Möglichkeiten hier machen. Hier sieht es eigentlich so aus, als ob er da eine Straße zwischenher wollte, ne? X zoomen? Ne, umgekehrt, Z zoomen. Da könnte man ja versuchen, diese Straße da durchzukriegen. Geht das? Weiß ich nicht. Nee, der rastet da natürlich nicht ein, ne? Oder? Ah, warte mal, das könnte. Ja, würde fast klappen, ne? Drahtlose Netzwerke stehen jetzt den Elbbürgern kostenlos zur Verfügung. Freenet. Cool. Ja, er will. Entschuldigung. Er will natürlich da in der Kreuzung anders einrasten, ne? Auch schön, ne? Ja, dann ist das weg. Ist jetzt auch egal. Ich mache das mal so. Und können wir da größere Gebiete eigentlich machen? Ah, können wir wahrscheinlich aber noch nicht jetzt. Was ist das denn hier? Bürogebiet. Okay, nee, das ist dann. Zack. Und zack. Ja, ich denke, das ist schon besser so, oder? So, die fahren ja noch alle. Das ist ja auch gut so. Gut, schauen wir mal weiter. Wohngebiete. Ach so, das ist der Überschuss, den wir haben, ne? Hohe Nachfrage nach Industrie- und Bürgergebieten. Bürogebieten. Ach, Bürogebiete haben wir noch nicht. Ah, dann werden wir mal nicht mehr. Obwohl, Industrien werden gerade gebaut, wie man sieht. Okay, haben wir hier Wasser? Ja, ne? Hatten wir letztes Mal gemacht, oder? Strom ist da. Und Wasser? Wasser ist auch da. Aber vielleicht in diese Seitenstraße noch nicht rein, ne? Machen wir mal so, ha? Das müsste dann vielleicht auch fließen, aber auch nur vielleicht. Sieht gerade so aus, als ob. Ah, doch, passt. Ja, da müssen wir aufpassen, dass wir auch immer genug zum Versorgung da haben, ne? Und das hier ist natürlich ein Wasserturm, den können wir natürlich auch bauen. Vielleicht sollen wir den mal für schlechte Zeiten hier irgendwo hinsetzen, ne? Der kostet 3,5. Wir haben 31.000. Kann man sehen, was der macht? Aha. Aber eigentlich steht da, dass wir das nicht brauchen. Der hat eine Belärm. Ein Wasserturm hat eine Lärmbelästigung. Ah, wahrscheinlich irgendwie so Windgeräusche am Metall oder so, ha? Huh? Okay, wie sieht es mit Strom aus? Ist alles im blauen Bereich. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Hier unten, das ist auch versorgt, ja. Und hier mal ein Kraftwerk anderer Art. Ja, mehr können wir noch gar nicht hier machen, ne? Doch da noch was. Ach, unser Budget ist das hier. Steuern können wir wohl noch nicht. Und Darlehen auch noch nicht. Hier können wir den Stromproduktion, Wasserproduktion ändern. Okay. Ist jetzt aber, glaube ich, nicht so entscheidend. Hier haben wir Einbahnstraßen, ne? Und was haben wir hier? Eine zweispurige Kiesstraße. Sehr interessant. Wofür braucht man eine zweispurige Kiesstraße?
verkehrsberuhigter Bereich, würde man in deutschen Städten sagen, oder? Okay, hier ist ja richtig. Ah, da hinten fehlt es an Strom. Aber eigentlich auch nicht. Komisch. Oder liegt es hier dran? Oh. Luftverschmutzung, wa? Ja. Hier die freie Straßenform, die hätte ich wahrscheinlich hier vorne machen können. Dann hätte es auch geklappt vielleicht, aber naja, vielleicht auch nicht. Da Stau in der Ecke. Warum? Keine Ahnung. Es sieht so aus, die Industrie ist zurückgegangen. Es sieht tatsächlich so aus, als ob wir mal Wohnraum brauchen. Ne, da müssen wir erst eine Straße bauen. Würde ich mal hier sagen. Ah, guck mal, jetzt kann ich das auch machen. Schön. Gut. Ich mach die einfach mal so. Ah, so eine Straße hier am Rande ist doch schön, oder? So, das soll erstmal reichen. Dann können wir dort auch neue Wohngebiete erschließen. Das und das. Da möchte ich nicht. Da möchte ich, da möchte ich, da möchte ich. Ich glaube, wir kommen dann schon zu Wohngebieten hin. Hier entwickelt sich dann was. So, hier noch und hier noch. Hier könnte man mal eine Straße rumbauen. So, Kommerz. Brauchen die mehr Fläche? Nein, brauchen sie nicht mehr. Das ist schon wieder gefallen. Stadtinformation. Okay. Oh, wir haben 128 Kinder, 82 Jugendliche, keine jungen Erwachsenen, 216 Erwachsene, keine Senioren. Okay, wir sind so ein ganz normales Familienunternehmen sozusagen, ne? So, was ist hier? Durchschnittlicher Gebietsabgrenzungsebene. Durchschnittliche Gebietsabgrenzungsebene. Interessant, keine Ahnung, was das ist. Bürogebiete haben wir noch nicht. Wir haben jetzt 449. Bei 500 könnte ja schon wieder was Neues kommen, ne? Bauen wir mal Straße noch, denke ich. Da nicht mehr. Ich denke, hier ist schon ganz gut, so lang zu bauen, oder? Und da verbinden wir dann. Gut. Wer weiß, wie das da nachher innen drin irgendwie wird. Das müssen wir dann noch sehen. Gut. Oh, kleiner Weiler. Herzlichen Glückwunsch. Steuern und Darlehen können wir jetzt machen. Müll gibt's. Gesundheitswesen gibt's. Bildung gibt's. Und hier unten können wir wahrscheinlich noch die Gebäude sehen. Grundschule, Arztpraxis und Mülldeponie. Ja, da werden wir uns wohl jetzt wohl drum kümmern müssen, ne? Errungenschaften gibt's hier auch zu gucken. Okay, da können wir irgendwelche City in Motion. Das war ein anderes Spiel, ne? Von denen. Ah, Transportlines. Muss man auch machen. Und Cities in Motion 2 gab's da auch. Gut. Ach so, hier waren auch noch Möglichkeiten. Ah, da ist unser erster Kreisverkehr. Den sollte man ja angeblich hier hinbauen. Sinnigerweise. Das würde was bringen fürs Dingens, sag schon. Ja, wäre schön, den so hinzubauen, aber das will wohl das System nicht. Ort ist bereits belegt.
Ja, irgendwie haben wir hier keinen Durchbruch gemacht, ne? Das war auch nicht so eine gute Idee. Ah, das heißt, der müsste hier irgendwo hinter noch die Straße hergehen dann. Machen wir da mal den Kreisverkehr hin und verbinden die Straße dann. Hier so hin, oder? Machen wir mal, ganz einfach. Gut. Haben wir das auch? So, jetzt geht's hier weiter. Wir brauchen wohl eine Mülldeponie. Ach so, ja. Gebäude muss neben der Straße platziert werden, ja, das ist ja kein Problem. Hier wäre gut, oder? Oh, guck mal, wir haben keinen Saft mehr. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir Strom kriegen. Nee, hier will ich das gar nicht hinbauen. Das machen wir weg. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt Strom gerade kriegen. Ich denke mal, wenn wir das da einstellen, ist es vielleicht nicht verkehrt. So, das haben wir schon erledigt. Da ist noch alles gut, glaube ich. Ist denn jetzt hier das mit den Symbolen weg? Ja, das zweite hat es dann gebracht. So. Sind wir noch beim Müll. Müssen wir immer noch entsorgen. Muss an einer Straße ja auch gebaut werden, ne? Steht da ja auch. Dann müssen wir wohl nochmal eine Straße bauen. Ich würde das gerne hier hinten irgendwo hinsetzen. So am Rande, ne? Und so, dann müssen wir hier gerade umschalten wohl. Auf gerade Strecke. Geht das jetzt? Aha. So, dann blättern wir um zur Mülldeponie und die bauen wir jetzt dahin. Da ist eine Öffnung. Passt, glaube ich. Ja, Müll rausbringen, ne? Das mussten wir alle schon mal machen, aber ist jetzt nicht so eine tolle Sache, ne, wie das steht. Ja, die grüne Energie ist auch klar. Ah, da war das Duschen nicht wieder Sache. Das haben wir aber noch nicht in den Griff gekriegt. Das müssen wir noch machen. Okay. Stromausfall hatten wir. Das haben wir bekämpft. Gut. Was haben wir hier noch? Ach, eine Arztpraxis dann, ne? Arztpraxis, ja. Hier ist ein Wohngebiet. Der kostet 10.000. Ne, dann ist das nochmal vielleicht zu überdenken. Und was kostet die Schule? Auch 10.000. Oh oh. Hier, das Wasser müssen wir erstmal in den Griff kriegen. Aber das machen wir hier mit, ne? So, jetzt sollte das Wasser aber besser fließen, ne, oder? Entfernung zu gering. Ich mach's mal so. Ich weiß nicht, ob es dann angeschlossen ist oder nicht, aber der Ersteindruck zählt. Ach, hier ist kein Wasser, weil da gar keine Leitung lang geht. Das ist das Doofe, ne? Ich hätte vielleicht gar kein zweites Bauen brauchen. Na dann. Ja, ich weiß nicht, in Deutschland macht man das immer der Straße lang, wahrscheinlich woanders nicht so, ne? Weil wir können ja die Straße aufreißen und die Wasserleitung dann reparieren. Gut, wollen wir hoffen, dass das alles jetzt passend ist. Wie sieht's hier hinten aus? Da sieht's noch gut aus. Gut, wunderbar. Und es wird schon wieder Industrie verlangt. Hm, vielleicht wächst da doch noch auch was, dann machen wir's. Da ist auch noch was mit Industrie. Da oder da? Machen wir erstmal da.
Gut. Und das muss auch wachsen. Häuser sind gefragt. Machen wir das erstmal mit Häusern voll. Da haben wir nicht gemacht, das ist gut. Dann kann da noch eine Straße vielleicht durch. Ach, hier wollten wir auch eine durchmachen. Okay, dann lassen wir das Grundstück da frei. Und da vielleicht auch besser. Gut. Das macht doch schon einen ganz guten Eindruck hier, oder? Ein bisschen Blau ist da auch zu sehen. Machen wir das dahin. So, jetzt sollte das sinken. Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für diese Folge auch wieder reichen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.